Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 27 von Towns in der zweiten Runde. So, da sind wir drin. Der Michael hat ja geschrieben, dass wir hier definitiv in Ebene 4 wohl noch eine Ebene haben, wo was ist. So, dann picken wir doch mal hier was an, oder? Das müsste doch gehen, ne? Gucken, dass da einer kommt und dann da was rausarbeitet. Auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt die Ebene da unten aufgemacht. Zu viele Ebenen wären ja auch nicht so gut, ne? So, da sind sie ja. Hoch können die, glaube ich, nicht, weil da die Treppe fehlt, ne? So, mal schauen. Wenn die da nicht hoch können, dann können wir ja doch Ebene 4 minus anzapfen. So, gucken wir mal gerade hier, wie es hier läuft. Was macht's Essen als erstes? Wir haben 52 Äpfel, wir haben 57 Birnen, 2 Brote. Ja, und das war's für den ersten Moment, ne? Die haben wir alle abgeerntet, können wir so leben. Hier geht's immer mehr weg mit dem Getreide. Was machen unsere Dacharbeiten? Die werden auch immer besser. Das Dach ist da rechts, fast schon zu. Da fehlen noch 2 Felder, das ganz zu ist. Wir holen gerade für den Händler das grüne Zeug aus dem Keller, genau so war es, ja. Da haben wir noch 2 Stühle, einer soll noch dahin, wird auch noch nicht hingebracht. Irgendwie war das mal in der vorherigen Serie buggy mit den Stühlen. Was soll denn hier noch laufen? Ach, noch 48 grüne Schleime und dann war es das. Okay. Ja, Brote haben wir 2. Jetzt sind es 3, aber wird wahrscheinlich gleich schon wieder einer geholt. Das Dach wurde gerade ein Stein weitergemacht. Oder eine Pfanne, sagen wir mal so. Ja. Und sind immer welche am Essen machen, ne? Es geht immer ums Essen hier wohl. Ist ja schon fast die Frage, ob die Küche nicht besser auf dieser Seite gewesen wäre, damit man nicht so weit zum Getreide laufen muss, ne? Weil die laufen ja jetzt bis dahin. Oder öffnen und hier hinten die Getreidefelder. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Tja. Sind 4 Brote da, aber einer isst gerade, also nur noch 3, nur noch 2. Irgendwie schwierig mit dem Broten, ne? Mehl ist da einmal vorhanden. Da wird auch gerade produziert. Wie viel kriegt er noch mit? 33, sollte sich also auch noch was tun. Das Dach geht dadurch gerade nicht voran, denke ich. Er holt sich bestimmt was zu essen. Hier wird auch kein Holz gerade gefällt. Und ja, hier sind wir auch mit weiteren Arbeiten dran, aber passiert noch nicht. So, einen hätte ich gerne. Ah, da kommt doch tatsächlich ein grüner hoch. Ah. Die 2 Steine sind weggekommen. Aber irgendwo wird gekämpft. Da, okay. Er ist hochgekommen, aber wird jetzt gerade angegriffen. Okay, hat geklappt. So, das heißt, wir picken mal hier noch weiter, oder? Gucken mal erstmal vorsichtig. Gut. Dachtechnisch ist noch nichts weitergemacht. Hier auch noch nicht. Da ist Holz gefällt worden. Jetzt kommt die Nacht rein. Hier verhapert es ein bisschen an Licht. Das können wir gerade mal ändern, oder? Stellen wir mal einfach hier eine Kerze noch mehr hin. Da unten sollte auch noch eine hin. Oh,
eigentlich müsste die dahin. Da wäre sie zu der richtig. Na komm, egal, stellen wir da hin. Und die stellen wir da hin. Oh, dann ist die aber 1, 2, 3, 1, 2. Definitiv falsch. Ne, da müssen wir diesen Schritt gehen, ne? Gut, passt. Okay, da soll auch noch eine Kerze hin. Was macht die Happiness überhaupt? 13 nur noch. Da wollen wir. Ach, okay, die sind jetzt alle hier an einem Grünzeug holen und das gefällt in dem Keller ja gar nicht, ne? Okay. Hier wurde gerade gekämpft. Das sind aber jetzt nicht unsere, ne? Aha, ich glaube, da ist ein Held runtergegangen und der hat die hochgezogen. Kann er sein? Das ist natürlich nicht so schön gewesen jetzt, ne? Das bedeutet, wir müssen mal gerade friedhofstechnisch was machen. Grabstätten anlegen. Da und... Ja. Machen wir erstmal so, oder? Sind das drei Tote gewesen? Traurig jetzt gerade. Aber da kommen wir wohl jetzt nicht drum rum, dass das passiert, wenn wir da unten aufwachen was. Da ging es noch nicht weiter. Drei Brote sind noch da. Wie sieht's hier aus? Okay, da ist, glaube ich, einer mehr geworden. Kann das sein? Schwierig. Hier sind jetzt noch ein paar, die weggebracht werden müssten mal. Bevor da Geister entstehen, ne? Tja. Ich hoffe, die machen das bald. Die beerdigen. Die sind so kämpferisch gewesen. Die laufen jetzt aber irgendwo anders hin. Keine Ahnung wo. Aber wahrscheinlich noch grünen Schleim holen, ne? Ja. Okay. Wäre schön, wenn dann der Händler langsam bedient ist. Damit wir die Leute wieder freikriegen, ne? 15 noch, super. Können aber einen schneller laufen lassen. Da ist noch nichts passiert. Aber warte mal, ich glaube, ich könnte das schon zuziehen, ne? Mauer, Dach. Das müsste eigentlich funktionieren. Ihr Brote ist immer noch da. Happiness ist niedrig. 13. Ja. Das Gemüse ist schon wieder aufgegessen. Hier oben war auch noch die Möglichkeit, oder? Ja, da ist ja ganz viel jetzt gerade. Oh, da waren auch noch welche. Na komm, nehmen wir die auch noch mit. Gut. Die liegen da immer noch, das ist schlecht. Hier waren Erweiterungen. Da traut sich keiner zurzeit rein. Ist
Ist schon wieder einer gestorben. Irgendwo da auf der Treppe. Gut. Das hier ist ein Problem. Noch 5. Die holen jetzt 2, dann sind es nur noch 3. Oh, ich glaube, der Händler ist gegangen. Kann das sein? Oder? Nee, doch nicht. Er müsste noch da sein. Ist er auch noch. 4. Drei. Zwei. Gut. Das machen wir hier mal gerade schon mal weg hier. Komm, dann klopfen wir die 4 da auch weg. Oder sind nur 3, ne? So, noch einer. Und dann sind die anderen anderweitig beschäftigt, oder? Wollen wir hoffen, dass es wieder vorangeht. Ja. Und da geht er ab. Ah, guck mal, einer hat einen zu viel geholt. 2 haben... Na, was machen die denn jetzt? Die bringen das dem wieder hinterher. Da ist noch ein Bug drin. Ne? Ja, ich hoffe, wenn er von der Karte ist, dass die beiden dann das einfach fallen lassen und dann wieder zurückgehen. Und das sieht auch so aus. Gut, wie macht's Dach? Ist noch nicht weiter... Hier auch noch nicht. Dann müssen wir gucken, dass wir jetzt hier die Happiness wieder hochkriegen. Die ist gerade bei 18. Von 13 auf 18 ist ja schon ein bisschen was. Wir müssen gucken. Kerzenmäßig sind es nicht. Ja, wäre schön, wenn wir jetzt die Leute beerdigt kriegten, die hier noch liegen. Prioritäten, können wir die irgendwie... ändern. Links. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das sind die Gräber auch bei, meine ich. Und die würde ich jetzt gerade mal ganz schnell auf Platz 1 stellen, damit die beerdigt werden als erstes. Da ist nix. Hoblin, da ist... Okay. Was machen sie? Hier unten rumlaufen. Hier sind sie fürchterlich am Laufen wegen dem Essen, ne? Happiness 19. Keine Brote mehr da. Das ist schlecht. Obst und Gemüse gibt's wieder. So. Kein Brot. Das heißt, sie hungern gerade wieder. 19. Mehl ist genug da. Naja, aber es wird auch gebacken, denke ich. Aber momentan nur für den eigenen Bedarf, so wie das aussieht, ne? Ah, ne, da ist das erste Brot reingekommen. Es geht wieder auf Vorrat. Okay, Brot ist alle. Mehl wird gemacht. Oh, irgendwo ist einer gestorben. Der Hero dies. Oh, der hat ein Monster mit hochgezogen. Ist natürlich nicht so gut. Der kommt jetzt natürlich zu uns rüber.
21, die Ebene ist da. Das wird natürlich schwierig, ne? Wenn da jetzt einer mit einer Holzrüstung ankommt. Jetzt kommt nur keiner, ne? Sind alle hier unten mit Essen machen beschäftigt. Es ist kein Brot da. Ja. Was machen denn andere? Das ist noch die Frage, ne? Ah, hier wird was anderes gemacht. Da wird jetzt was fürs Haus gemacht. Da kommen gerade Viere irgendwo her, oder was? Keine Ahnung, wo die herkommen. Da läuft jemand jetzt weg. Ah, die bauen gerade das Stein hier ab. Oder den Stein, ne? Um die Pflanze da gelaufen, das ist nicht gut. Was machen die? Die gehen schlafen. Aber wo waren die? Das ist die Frage, ne? Naja, okay. Ich würde aber mal sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.